Ja, schönen guten Metal, Leute. Ich bin's wieder, euer Arni. Meine lieben Freunde, was ist passiert? Ich wurde, ganz, ganz viel Liebe geht raus, in den Kommentaren darauf aufmerksam gemacht, dass die neue Serie ja jetzt beginnt, House of the Dragon. Und unser Dragon hat sein Haus verloren. Und das fand ich super. Ich weiß leider nicht mehr, von wem es kam. Ich habe die ganze Zeit versucht, es zu finden, aber ich habe nicht so viel Zeit immer morgens. Und ich will mir ein bisschen Zeit fürs Video nehmen. Vielleicht werde ich es nachher in den Kommentaren mal irgendwie anpinnen oder so, aber du wirst dich ja bestimmt melden, dass es von dir kam. Ganz viel Liebe geht raus an dich. Und da bin ich auf die Idee gekommen, mach doch mal hier, Former House of the Dragon, Lord. Versteht ihr? Okay. Da dachte ich mir, wir nehmen uns mal die Roomtour vor. Da zeigt er uns ja sein Haus. Versteht ihr? Und die Roomtour wurde ja schon oftmals von euch vorgeschlagen. Und nach diesem ehrenhaften Kommentar dachte ich mir, ich mache ihr Ding. Dachte ich mir, jetzt kannst du ja gar nicht mehr anders. Ne? Der hat mich auf diese Idee gebracht mit dem Thumbnail. Und dann dachte ich mir, Bruder, legst du mal los. Und dann haben noch einige von euch geschrieben, Anni, ich höre das gerne auf der Arbeit, was du da machst. Kannst du ruhig ein bisschen früher veröffentlichen. Wenn ich schaffe, okay? Wenn ich schaffe, mache ich's. Ich muss schauen, ob ich es von unterwegs aus irgendwie gescheit hinbekomme. Ich bin ja, wenn ich auf der Malochne bin, habe ich auch nur kurz in der Pause immer Zeit zum Schreiben mal. Oder dass ich dann kurz ein paar Kommentare herze oder irgendwas. Also lese und herze natürlich. Ja. Ne? Ich schaue mal, wie ich das von unterwegs aus schaffe, wann ich das veröffentlichen kann. Ich werde den Veröffentlichungszeitpunkt wie immer so um 15 nach 5 setzen, weil ich weiß, dann haben die meisten von euch Feierabend. Und dann habt ihr Zeit für das Video. Und ja. Ansonsten, wenn ich es von unterwegs aus schaffe, kommt das hier vielleicht ein bisschen eher. Gut, gibt's sonst noch was? Eigentlich nicht, ne? Dann danke ich jetzt fürs Zuschauen. Nein, Spaß. Dann habt ihr natürlich ja auch den dritten Teil von Guten Ben. Den wolltet ihr auch haben. Den werde ich auch noch nachliefern. Vielleicht morgen, vielleicht übermorgen. Mal schauen. Ob da nicht irgendwas zwischenkommt oder so. Aber jetzt habe ich gerade diese Inspiration gehabt. Ich wurde von der Muße geküsst in den Kommentaren. Und da dachte ich mir, machst du die Roomtour, komm. Es ist einfach, ne? Ihr wisst, ich konnte gestern Abend nicht mehr anders. Ich musste das noch fertig machen hier, mit lieben Hilfe vom Troll Lindemann, ja? Liebe geht raus. Dankeschön, Bruder. Gut, ich würde sagen, dann gehen wir in die Roomtour. Es gab ja mehrere Roomtouren. Falls ihr die anderen auch noch haben wollt, schreibt es mir rein oder schreibt mir auch rein, welche. Ich meine, die mit dem Parabelritter. Ich bin ganz ehrlich, ich will den Parabelritter nicht weiter nochmal wieder zurück ins Game zerren irgendwie. Das ist natürlich auch schon sehr, sehr bekannt. Müsste eigentlich jeder kennen. Aber ansonsten, ich werde es auch nochmal machen. Ich werde aber gleich dabei sagen, ich habe nichts gegen den Parabelritter. Ne? Also ich finde den sogar. Ich habe mir ein, zwei Videos von ihm angeschaut mittlerweile. Und ich fand ihn ganz sympathisch. Ist eigentlich ein ganz nicer Dude. Ich habe den mal bei Rocket Beans zu Gast gesehen, da hat er gut reingeschissen, sag ich mal, als bei diesem Endgegner mit Metal. Aber hey, kann passieren, ne? Wenn mal gerade was da ist, wo man sich nicht so gut auskennt, also nicht, dass er sich nicht im Metal auskennt, sondern dass es mal Fragen waren, wo er halt nicht sofort Bescheid wusste, es war halt mehr so der Commerz-Metal und das ist nicht so sein Ding, ne? Der ist der wirkliche Mettler, sag ich mal. Das, was Reini gerne wäre, das ist er. Ja gut. Leute, ich würde sagen, wir haben lange genug rumgequatscht. Let's go rein into the video. Metal Leute, Servus und ein herzliches Willkommen beim Drachen. Wer von euch hat es jetzt in Gedanken ausgesprochen? Wer hat's gemacht? Dulli. Man sieht schon im Hintergrund, ich bin wieder mal am Schneiden. Man kann hier ganz gut im Hintergrund sehen, dass er nicht am Schneiden ist. Ja? Da ist, warte mal, kann ich das so mit Frames zurückmachen? Ja, hier ist keine Spur drin. Hier ist kein Video drin. Er schneidet gerade nichts. Er hat dieses Programm aufgehört, das Gesicht dazu, ne? Wie, als wenn's, ne?
Er schneidet gerade nichts. Er hat einfach das Programm aufgemacht, um zu sagen, hier, ich bin am harten Arbeiten. Aber nein, das stimmt nicht. Sie glauben, diese Geschichte ist wahr? Ich muss Sie enttäuschen. Ja, mein Arbeitszimmer, da liegt ein bisschen Müll, muss ich mal... Ein bisschen Müll? Ja, mein Arbeitszimmer, da liegt ein bisschen Müll, muss ich... Junge, ohne Spaß, das ist das Zimmer, in dem er jeden Tag ist. Ich habe auch eine Rümpelkammer, ne? Ich bin ganz ehrlich, die mache ich auch nur so einmal im Jahr, mache ich die sauber. Das ist wirklich wahr. Gut, wenn ich noch ehrlicher bin, meine Freundin macht es dann wirklich ab und zu mal, ja, dass die den meisten Krempel da raussucht, wenn ich nicht da bin und es wegschmeißt. Am Ende des Jahres merke ich es gar nicht. Aber sie hat mir mal gesagt. Es ist ein kleiner Raum, nur ich mache die Tür auf, ich schmeiße die Sachen da rein, mache die Tür wieder zu. Ja. Aber das würde ich nicht in einem Zimmer machen, in dem ich jeden Tag bin. Überlegt mal, euer Wohnzimmer würde so aussehen. Ja. Da liegt einfach so, das ist ja nicht, ne? Da ist ja nicht was runtergefallen. Und, weiß ich nicht, ey, wir kennen das alle. Ja, wir gucken mit ein paar Kumpels Fußball, dann fällt eine leere Dose runter oder so. Dann bleibt die halt bis zur Halbzeitpause oder bis zum Ende des Spiels, also bleibt die halt liegen. So, wenn die Kumpels unehrenhaft sind, dann bleibt es halt so lange da liegen, bis die weg sind und ich es dann halt wegräume. Ja? Aber die meisten, also bis jetzt alle meine Kumpels sind ehrenhaft. Ich habe mal gesagt, komm, lass liegen, die Scheiße. Und dann wird es in der Halbzeitpause da weggeräumt. Aber das liegt ja, das ist ja nicht Müll, der da irgendwie seit... Da ist ja nichts kurz runtergefallen oder so. Und das wird ja nicht in einer halben, dreiviertel Stunde da weggeräumt. Nee. Absolut nicht. Das liegt da garantiert seit Wochen. So wie das aussieht. Muss ich mal wegräumen? Muss ich mal wegräumen. Irgendwann. Ich werde jetzt nicht auf seine reine Haut eingehen, okay? Das lasse ich einfach. Manche von euch, falls ich das irgendwie schaffe, gegen Mittag zu veröffentlichen, manche von euch werden vielleicht am Essen sein. Denen möchte ich das nicht antun. Gibt's Schlimmeres? Ja, Rainer, aber zu Hause nicht viel. Also natürlich gibt es in der Beziehung und so weiter zu Hause schon, aber wie das zu Hause aussehen kann, es gibt nicht viel Schlimmeres zu Hause, finde ich, als krasse Unordnung. Oh. Und glaubt mir, ich bin auch kein Reinemann. Ne? Wie gesagt, ich habe auch meinen Abstellraum, oder meine Freundin nennt es halt meine Müllkippe. Ich bin auch keiner, der jeden Tag jetzt irgendwie nass durchwischt. Ja? Bin ich, glaubt es mir, bin ich keiner von. Ich müsste aufstoßen, Entschuldigung. Wo hast du denn Erziehung gelernt? Ne? Was würde er jetzt wohl über die Eltern anderer Leute sagen, denen das passiert ist? Das kennen wir noch aus den Discords und so. Meine Hausschuhe. So. Das Video ist zu dieser Zeit übrigens 20 Sekunden alt. Das hätte man nochmal anfangen können. Er hat nur kurz den Müllhaufen gezeigt und dann hat er in die Kamera aufstoßt, nenne ich es mal. Ja. Ich habe mir gedacht, da ich diese Woche nicht zu den Videos komme, die ich eigentlich vorhab. Jetzt frage ich mich, Rainer, warum kommst du nicht zu diesen Videos, die du eigentlich vorhast? Dass du so viel in der Bude gemacht hast, kann es ja nicht sein, wie wir gerade gesehen haben. Ich frage mich, warum er überhaupt so viel YouTube gemacht hat. Ja, ihm hat es doch keinen Spaß gemacht. Das ist doch das Ding, man macht das doch, weil es einem Spaß macht. Ich zumindest, ja, und die meisten, die ich kenne, auch. Die machen das aus Spaß. Ich kündige doch nicht 50 Videos an, wenn ich sowieso weiß, ich habe da keinen Bock drauf. Mir gedacht, ich zeige euch heute mal ein bisschen, da liegt noch Wäsche, die ist schon sauber. Rainer, wenn diese Wäsche sauber ist, warum liegt die dann zusammengeknüllt auf der Waschmaschine? Wenn diese Wäsche sauber ist, dann wirst du sie doch aufgehangen haben, ja, nach dem Waschgang. Oder ist sie ja einfach so getrocknet, weil die trocknet da nicht. Schaut euch das mal an, wo die da liegt. Mir gedacht, ich zeige euch heute mal ein bisschen, da liegt noch Wäsche, die... Schaut mal. Ne? Das glaube ich doch nicht, dass diese Wäsche sauber ist. Wer legt seine Wäsche... Also, wenn man Wäsche fertig hat aus der Waschmaschine, dann wird die aufgehangen und wenn die aufgehangen war, dann zerknüllt man sie und wirft sie in den Kleiderschrank. Ja, so würde ich es machen. Da ich allerdings nicht mehr alleine wohne, muss ich die zusammenlegen und dann in den Kleiderschrank tun. Aber keiner wirft die doch zurück, zusammengeknüllt zurück auf die Waschmaschine. Schwierig.
Die ist schon sauber. Ja. Also beziehungsweise die, wo auf dem Boden liegt, nicht. Ich habe mir gedacht, ich zeige euch heute mal ein bisschen. Nee, Rainer, die auf dem Boden liegt nicht. Nicht bei deinem Boden. Tut mir leid. Ne? Was ist jetzt, wenn diese Wäsche da von der Waschmaschine wieder runterfällt auf den Boden? Verwandelt sie sich dann? Hex, Hex, von sauber zu dreckig. Wie es bei mir ausschaut, weil viele immer so, bist voll der Messi, Alter. Nee, also Messis sind zwar, ja, Messis können halt nichts wegwerfen, ne, aber ich sag mal, viele Leute sind einfach Assis, ne, keine Messis. Ich hab mal so eine Messi-Bude gesehen, da hat einer Zeitung, die konnte der nicht wegschmeißen, die waren aber alle zusammengelegt, gefaltet und so weiter und gestapelt, mit Bändern zusammengeschnürt und so weiter. Rani, da sah es nicht so aus. Und ich denke mir jedes Mal so, wenn ich das höre, ich glaube, ihr wisst nicht, was ein Messi ist. Das finde ich sehr schön. Rani ist wieder schlauer als alle anderen, ne? Das passt so wirklich, das passt so in diesen Charakter rein. So, ich weiß was ihr alle nicht wisst. Und zwar, was ein Messi ist. Und dann beweist er uns das Gegenteil. Wenn ich hier sehe, Junge, die stehen einfach in der Bude rum. Er hatte zu der Zeit noch ein Auto. Ab in den Kofferraum und zur anderen Müllkippe, sag ich mal, ja. Das könnte ich im Leben nicht ertragen, wenn bei mir Müllsäcke in der Gegend rumstehen einfach so. Und dann vier große. Ich habe hier aktuell vier Tüten. Davon sind zwei Abfall und zwei sind alle Klamotten. Die Rainer, dann pack alle vier Tüten ins Auto, zwei zur Müllkippe und zwei zum Altkleidercontainer. Boing. Die muss ich irgendwann mal wegbringen demnächst? Irgendwann mal. Das hörst du in jedem Satz. Irgendwann mal. Das muss ich irgendwann mal wegräumen, muss ich irgendwann mal wegbringen. Ja, wisst ihr, wann das passiert ist? 1900 gar nicht. Dann habe ich hier mein Regal mit meinem Bürokramzeug. Ach, guck mal hier, da ist noch World of Wolfram und so weiter, die ihn da rausgeschnitten haben aus der Doku. Nachvollziehbar. Da ist noch ein geiles Poster von dem Mustang. Ist mein Lieblingsauto. Also, ne? Gegen das Auto kann ich nichts sagen. Ich würde mir jetzt das Poster davon nicht irgendwo hinhängen, weil ich einfach nicht so der Dude für Poster bin. Ich hatte mal, vor etlichen Jahren hatte ich mal eine so eine Landkarte von WoW an der Wand hängen, aber also wenn da jemand zu Besuch kam, hat er auch mal so da drauf geschielt, so, wie ist er denn drauf, so weißt du. Aber das hang halt über meinen Bildschirm und so. Ich fand, das sah gut aus. Aber einfach so in die Räume, nee. Ja. Dann, da ist noch eine alte Kamera. Hier sind ein paar Sachen, die ich geschenkt bekommen habe, inklusive. Oho. Rainer und Herr Newstime. Ich würde jetzt lieber hochspulen, aber. Ach komm, ich zeig's euch mal. Kann ich das so? Eine Sekunde. Ich versuche mal eben das da. Das steht da dran. Der hat gesessen, Allah. Erstmal ist Allah falsch geschrieben. Also schon mal eigentlich etwas, was er nicht so mag. Dann, naja. Ist es auch der Spruch, den er gebracht hat, als er jemanden einen mit der Taschenlampe gegeben hat. Ne? Für diese Aktion hat er vor Gericht gestanden. Hat er nicht mitbekommen anscheinend. Von dem hier. Dann, ich muss jetzt mal gucken, dass ich das so mache, dass man jetzt keine Details sieht. Hier liegen mein Bürozeug. Mensch, warum geht das hier so nicht? Zurück. So. Von dem hier. Dann, ich muss jetzt mal gucken, dass ich das so mache, dass man jetzt keine Details sieht. Ich glaube, er meint Details. Ja? Aber, Hauptsache, wir sehen keine Details. Das ist wichtig. Hier liegt mein Bürozeug, da mache ich immer so Bürokramarbeiten. Rainer, auf diesem Tisch machst du Bürokramarbeiten. Hier liegt mein Bürozeug. Auf diesem Tisch machst du Bürokramarbeiten? Auf diesem Tisch? Okay. Da mache ich immer so Bürokramarbeiten. Gut, da liegt das.
Er macht da ja eine 2 Tage die Woche als selbstständiger Schichtarbeiter. Wir wissen's. Das Polster für den Stuhl, den muss ich mal. Lass mich raten, den musst du mal irgendwann machen. Zusammenschrauben, der hat irgendwie eine Macke, der lässt sich hier nicht zusammenschrauben. Muss ich mal gucken, wie ich das anstelle. Rainer, nimm den Stuhl und die Säcke und dann ab zur Müllkippe. Junge. Dann ist da mein... Oh, die Gitarre, die kenne ich. Warte mal. Zusammenschrauben. Muss ich mal gucken, wie ich das anstelle. Dann... Diese Gitarre hier. Oh, da steht sogar der Verstärker dazu. Hier ist der Verstärker, da ist die Gitarre, glaube ich. Ne? Das ist, glaube ich, der Verstärker. Die gab es im Bundle für 100 Euro bei Amazon. Weiß ich daher, weil ich mir die auch gekauft habe. Ist da mein... Hier ist ja noch das Fahrrad. Und hier ist der Trainer für die Muskeln. Rainer, könntest du alles bei eBay reinsetzen. Hättest du wenigstens ein paar Mark auf die Tasche. Den ich eigentlich erst selten benutze. Da sehe ich hier, der ist doch auch hier für Computerspiele und so. Es ist doch hier dieses Schlagzeug. Wenn du es nicht, und er benutzt, guck mal, wie viel Staub da drauf liegt. Einfach bei eBay rein, weg damit. So, hier steht ordentlich. Da ist so eine kaputte Gitarre. Hier stehen ordentlich Kisten. Das sind beides Kisten mit Geschirrsachen, die ich nicht mehr nutze, die ich irgendwann mal wegbringen möchte. Irgendwann mal, muss ich irgendwann mal machen. Ich kann euch sagen, wann irgendwann mal machen war. Als die Schanze abgerissen wurde. Ja, da hat die Stadt sich drum gekümmert. Aber alles schön sortiert. Nein, Rein, das ist nicht wirklich schön sortiert. Also bitte. Alles schön aufgeräumt. Das ist aufgeräumt. Ach, hier ist auch noch die Gitarre hier von dem Videospiel. Ne? Wenn man das nicht braucht, eBay, zack, weg damit. Hier hinter stehen noch ein paar andere Sachen. Tony Hawk's Ride. Ein Tony Hawk Skateboard hier. Auch für das Tony Hawk Spiel, ne? Ich meine, war kompletter Schrott, ja? Aber das könnten mal Sammlerstücke werden einfach. Ja, und jetzt liegt's irgendwo im Müll. Wir haben das schon oft gesagt, er weiß erst, was er in der Schanze hat, seitdem er sie nicht mehr hat. Ja? Und was er da drinnen stehen hatte, also ich sag mal so, diese Flohmarktjäger, diese Schatzjäger, die hätten sich da drinnen vielleicht mal eine Runde austoben können. Da hätte er ein paar hundert Euro hätte er bestimmt rausgeholt. Keinen mehr, ich benutze kein Schwein mehr. Ja, benutzt keiner mehr, sammelt man aber noch. Müll haben wir gekauft, aber es war nicht wirklich der Burner. Dann hier natürlich. Kleiner Funfact, er sollte sich da auch nicht draufstellen. Ne? Ich glaube, die Dinger gehen irgendwie bis 100, 130 oder 120 Kilo. Da ist er halt bei weitem drüber. Ohne, das ist nicht beleidigend oder so. Ja, aber das kann er nicht benutzen. So, eBay, zack, fertig. Sind 2 Minuten Arbeit, irgendwas bei eBay Kleinanzeigen reinzustellen. Ja, dann hier noch die Gitarrensachen. Da sieht man schon, dass es definitiv nicht so ist, wie es von vielen immer dargestellt wird. Reini, du hast uns jetzt gerade Müll auf dem Boden in dem Zimmer gezeigt, in dem du angeblich arbeitest. Dem Zimmer, in dem du 90% deiner Tageszeit verbringst. Da lag Müll auf dem Boden. In dem nächsten Zimmer waren 4 Müllsäcke voll. Und eine ganze Menge anderer Schrott, ein kaputter Stuhl und so weiter. Das lag da alles rum. Und du hast uns jetzt bewiesen, dass du sehr ordentlich bist, oder was willst du uns jetzt damit sagen? Also irgendwie ist das an mir vorbeigegangen. Hab nur ich das nicht bemerkt? Habt ihr das bemerkt? Oder? Also ich habe nichts mitbekommen davon. Oh, du bist voll die Potsau, weil ich schaut voll scheiße aus. So hätte ich es jetzt nicht ausgedrückt, bin ich ganz ehrlich, ja? Das ist beleidigend, sowas mache ich nicht. Aber wenn du es sagst, ich würde jetzt nicht widersprechen. Ich brauche mal bald eine neue Kamera. Da unten auf der Fensterbank lag noch eine, Reini. Ne? Weil die hier irgendwie immer den Fokus verliert. Falls es sonderlich häufig passiert, entschuldige ich mich. Vielleicht weigert diese Kamera sich aber einfach auch, bestimmte Sachen scharf zu stellen. I'm on strike. So, hier oben bin ich momentan viel am Werkeln, deswegen liegt hier noch das Werkzeug auf der Seite. Guck
Guck dir das mal an, das soll aufgeräumt sein. Ich mach nochmal zurück. Hier oben bin ich momentan viel am Werkeln. Deswegen liegt hier noch das Werkzeug auf der... Guckt euch das mal an hier. Er ist viel am Werkeln. Er hat es noch nicht mal geschafft, den Stuhl da unten zusammenzubauen. Hier liegt ein altes Teil von einem Staubsauger. Hier liegt... Das ist eine alte Farbdose, was soll das sein? Ein voller Mülleimer. Junge, 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 Junge. Auf der Seite. Genau. Da, wofür braucht er zwei alte, was sind das, Gaskartuschen oder was sind das hier? Ist das ein altes Vogelhaus? Oh, war das das Vogelhaus auf der Wishlist? Von 3 Jahre zuvor, das er unbedingt aufstellen wollte? So. Hier hinten liegen noch ein paar alte Sachen von meiner Schwester in Kisten verpackt. Die Schwester wohnt zu diesem Zeitpunkt da seit knapp 10 Jahren nicht mehr. 9 Jahre knapp. Und da liegen noch Sachen von seiner Schwester. Seit 9 Jahren liegt das da. Da unten, ich weiß nicht, kann man es sehen, hier in diesem Korb liegt noch eine alte leere Flasche. Seit 9 Jahren wurde da nicht mehr aufgeräumt. Krass. Holt wahrscheinlich keine mehr ab, hau ich wahrscheinlich irgendwann mal weg. Irgendwann mal. Zwinker, zwinker. So. Das Teil hier ist interessant. Da kommt demnächst mal meine Anlage drauf. Kleiner Funfact, das ist nie passiert. Ja, das ist ein alter, kaputter Schrank. Da unten ist so ein Plattenfach, wo man so Platten aufstellen konnte. Daran erkennt man schon, wie alt das Ding ist. Dann kann ich die Anlage leichter transportieren, weil das Ding halt rollen. Man hat's schrappen hören, oder? Wenn man sieht, wie das hier drauf aussieht, hier, dann kann man sich ungefähr vorstellen, wie die Rollen aussehen und was da für Arbeit und Liebe noch in diesen Schrank fließen müsste, damit er wieder gut aussieht. Und ich weiß nicht, ob das jemand von euch noch kennt. Das ist von ganz früher. Da ist übrigens eine Trompete drinnen. Nein, eine Trompete. Wenn es eine gute ist, ab wieder bei eBay rein. Zack. Wenn die immer in dem Koffer war, sieht die vielleicht noch gut aus. eBay. Das ist von ganz früher. Mit den Plattenspielern und so. Da war so ein Plattenspieler drauf. Die Anlage habe ich noch, aber die ist leider kaputt. Wie das meiste der Bude da. So, dann haben wir hier drüben die Käfige von meinen Hamstern. Ich würde jetzt eigentlich ganz gerne suchen, ob man irgendwo noch ein paar Knöchelchen sieht oder so, aber nee, lieber nicht. Hier ist übrigens der Tisch. Diese Platten wird er mal verlosen und dann wird er sie doch nicht verlosen. Und wenn jemand fragt, woher dieses Ding kommt, Fliesen. Ja, das sind diese Fliesen hier. Die unteren Bereiche, die sind aktuell unten, weil ich die... Ein wahrer Connoisseur der Worte. Die unteren Bereiche sind unten. Sauber gemacht habe, beziehungsweise weggeräumt habe. Da oben liegt noch was drauf. So. Ich möchte nicht wissen, was das ist. Ansonsten... Da. Alles sauber, ne? Wisst ihr? Alles sauber. Ja, die Wand muss ich mal verputzen demnächst. Irgendwann mal. Zwinker, zwinker. Ich weiß nur nicht, wann ich das anstelle. Die Wand hier drüben sieht ziemlich gut aus. Was? Zurück. Ich weiß nur nicht, wann ich das anstelle. Die Wand hier drüben sieht ziemlich gut aus. Diese Wand sieht ziemlich gut aus. Versteht ihr? Diese Wand sieht ziemlich gut aus. Starke Aussage. Ziemlich gut aus. Dann habe ich hier noch einen Schrank mit ein paar Ersatzklamotten. Da ist mein... Muss ich mal genauer anschauen. Das dahin muss ich auch noch zusammenkehren. Irgendwann mal. Wie heißt's? Mein Schlafsack. Hoffentlich hast du den nicht weggetan, Rainer. Den kannst du jetzt auch gut gebrauchen.
vom Festivals und so weiter. Habe ich auch hier. Ja, und von der Schanzenlos-Staffel. Ein paar Klamotten. Ein paar T-Shirts. T-Shirts. Ich kann mich nicht satt hören an dem Wort, wirklich. Ein paar T-Shirts. Ein paar Bücher. Man sieht, ich lese sehr viel. Nein, Reini, das sehe ich da nicht. Ich sehe hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Bücher. Das ist für mich nicht sehr viel lesen. Und man weiß auch nicht, wie viel du davon gelesen hast, ne? Just saying. Ich kann mir auch so ein Bücherregal kaufen, ein volles, mit weiß nicht, 200 Büchern drin. Die habe ich dann ja trotzdem nicht gelesen. Das ist alles T-Shirt, oder? Das hier ist ein T-Shirt, das ist ein T-Shirt, das hier auch. Ich kann mich daran nicht satt hören, das sind T-Shirt da. Deswegen habe ich schon mal gesagt, weil mich vor einiger Zeit jemand gefragt hat, oder zu mir gesagt hat, ey, ich würde dir gerne was schenken, ich würde dir gerne ein paar T-Shirts schicken. Bitte nicht. Ich habe so viele T-Shirts, dass ich einen Großteil von den T-Shirts schon hier oben lagere, weil ich woanders keinen Platz habe. Guck mal, er hatte damals noch eine Klingel. Gut, funktioniert die nicht mehr, aber sie war da. Gut, das hier ist mein altes Kinderzimmer. Kann ich noch mal rausholen? Nö. Das ist mein altes Kinderzimmer, der Boden. Ja, der Boden sieht auch noch gut aus, würde ich sagen. Ne? Ähnlich wie die Wand. Das ist schon ewig so. Irgendwann mal rausreißen, neuen Teppich rein. Irgendwann mal. Zwinker, zwinker. Ich glaube, der Teppich ist sogar älter als ich. Dann haben wir hier den... Das hat nichts damit zu tun, wie er aussieht, Reini. Ja? In meinem Elternhaus liegen auch noch Teppiche, die älter sind als ich. Die sehen alle sehr gut aus. Die werden gepflegt. An Ofen. Das habe ich ja mal... Das hat er mal... Leute, das war sein Malvideo. Ach Gott, war das schön. Das war ein wunderschönes Video. Ja, wie er diese schwarze Farbe hier mit einem 1 cm breiten Pinsel versucht hat, die Wand zu streichen. Also, Schwede, Bruder. Beschmiert gehabt, das erinnert sich vielleicht der eine oder andere noch dran. Das Regal ist ein bisschen unsauber. Das hier ist der Gefrierschrank, da ist aktuell bloß ein Eis drinnen. Wisst ihr, was so ein Gefrierschrank an Strom zieht? Und er hat da eine Packung Calippo drin. Und eine Schale Wasser, warum auch immer. Dass sie noch nicht kaputt ist. Ja, was das Ding an Strom zieht. Und wie das hier, ich wollte es gar nicht, aber guck mal hier. Was ist da drin? Also es ist nicht nur Eis drin anscheinend. Nee, aber jetzt wirklich, da ist ja nur eine Packung Calippo drin. Junge, Junge. Also was das Ding im Monat an Strom zieht, kannst du noch ein paar Packungen Calippo für kaufen. Naja, die Flecken da gerade waren übrigens so leicht Rost irgendwie, weil das Ding ist auch schon ewig alt. Leicht Rost, zwinker, zwinker. Und gerade wenn die Dinger ewig alt sind, Junge, frisst der Strom. Katastrophal. Toilette, Badezimmer. Naja, ist halt ein Badezimmer. Naja, es ist dein Badezimmer, ne? Hier drinnen sieht es ein bisschen dreckig aus. Guck mal oben an die Tür, bitte. Pass mal auf. Naja, ist halt ein Badezimmer. Hier oben, da steht dran ein Schlafzimmer mit einem Pfeil. Ja, damit das auch nicht vergisst. Hier drinnen sieht es ein bisschen dreckig aus. Da haben wir hier hinten die Fanartikel so, was ich so geschenkt bekommen habe im Laufe der Jahre. Ein Werkzeug auch. Ein paar Sticks. Boah, ich kann das nicht mit rechts. Das ist links. Mit links. Danke, dass du uns auch bewiesen, dass du mit rechts auch nicht kannst. Schön, schön, schön. So. Auf diesen Deckenventilator bin ich gerade ein bisschen neidisch. Ja. Ich habe ein, zwei Kommentare bekommen. Der Ventilator stört nicht so sehr im Hintergrund bei dir. Aber falls einige Leute stört, ich lasse ihn einfach mal aus. Ja, solange es geht, lasse ich ihn aus. Wenn es mal... ich merke schon, das wird ein langes Video. Ja, wir kommen wieder fast eine Stunde ran, bestimmt. Ja, vielleicht mache ich ihn später nochmal an. Tut mir dann leid.
Ja, und halt so ein paar Artikel, was ich mal geschenkt bekommen habe, ein paar Spielsachen und so weiter. Das hier hat jemand mal mit Liebe gehäkelt. Ja, das hat jemand mit Liebe gehäkelt. Und das liegt hier im Staub, Asche, Schmutz, ich weiß nicht, was das alles ist. Das hat mal jemand mit Liebe gehäkelt für ihn. Ihr wisst ja jetzt ungefähr, was er dann davon hält, was er damit macht, ne? Was selbst geschnitzt ist, muss ich mal wegmachen. Das ist. Was selbstgeschnitztes. Jetzt habe ich mal hier ein bisschen was gebastelt. Seitdem, tja, schaut es hier ein bisschen aus. Macht da irgendwann aber mal weg. Zwinker, zwinker. Ja. Junge, die Korkwand. Nochmal. Tja, schaut es hier ein bisschen aus. Es gibt eine begrenzte Zeit, die so eine Korkwand hält. Ich kann verstehen, dass ich so Sachen von Summer Breeze und so weiter, das sind schöne Erinnerungen, ja. Würde ich mir auch antackern, ja. Aber so eine Korkwand hat nun mal nur eine gewisse Haltbarkeitszeit oder Haltwertszeit. Diese hier ist vor mehreren Jahren abgelaufen. Ja, und das sind soweit die Sachen erstmal. Dann hier drüben haben wir das hier, kennt ihr ja. Bring Warte nochmal. haben wir. Was ist denn da alles? Ein Halo-Helm. Kriege ich das noch schärfer? So. Ein Halo-Helm. Das sind die Buhus. Ah, da hat er mittlerweile drei von. Schau mal. Ja? Und was da auch für ein Cringe war in den Videos. Ah, de. Oh, hör auf, mich abzuschlecken. Heil, Junge. Ja, wisst ihr noch? Das hier kennt ihr ja, denke ich, aus dem Time of Metal. Hier liegt im Moment auch noch Werkzeug rum. Ja, das liegt darum, ne, das hat er auf der Wishlist gehabt. Das geht wahrscheinlich bei eBay rein. Das wurde ja schon mehr oder weniger veröffentlicht. Ansonsten hier hinten. Man kann es natürlich nicht beweisen, aber es ist ein Zufall, dass jedes Mal, wenn ihm Werkzeug von Dewalt geschenkt wurde, kurze Zeit später im Raum Emskirchen, nenne ich es mal einfach, damit ich nicht genau die Adresse sage, dass in diesem Raum Dewalt-Werkzeug bei eBay verkauft wurde. Zufall? Man weiß es nicht. Ich will ihm ja auch nichts Böses unterstellen. Das Sofa. Wisst ihr noch, wie stolz er war, als er das Sofa da reingestellt hat? Guckt mal, wie es jetzt aussieht, das Sofa. Guckt mal genau hin. Das hier kennt ihr ja, denke ich, aus dem Time of Metal. Hier liegt im Moment auch noch Werkzeug rum. Ansonsten hier hinten. Er war richtig stolz auf dieses Sofa. Guck mal, wie das jetzt aussieht. Es hat nicht lange gehalten. Das Sofa. Mit ein paar Postern an den Wänden. Da will ich irgendwann meinen Fernseher hinstellen, falls ich irgendwann meinen zweiten Fernseher habe. Irgendwann mal. Zwinker, zwinker. So, dann geht's nach draußen, denn da habe ich heute einiges gemacht. Erkennt ihr auch das Regenbogenschaf in dieser Tür? Schaut mal genau hin. Dann geht's nach draußen, denn da habe ich heute einiges gemacht. So, habe ich so Dingen gemacht, dass man schön durchgehen kann und es offen lassen kann, ohne dass es irgendwelche Fliegen hier sind. Da habe ich letztes Mal noch ein Video gehört, dass das überhaupt nicht funktioniert mit diesen Fliegen. Doch, Leute, das geht. Das funktioniert ganz gut sogar. So, und jetzt kann man sich hier hinstellen, kann hier chillen und das im Idealfall ohne, dass man gesehen wird. Auf meiner Amazon-Wunschliste habe ich noch einen. Ich habe den Namen vergessen. Ist nicht schlimm. Gut, dass du es vergessen hast, dann muss ich es nicht tun. Das ist so typisch für mich. Auf meiner Amazon-Wunschliste habe ich noch ein Tannetz. Das sollte ungefähr groß genug sein für diesen Bereich zum Abdecken. Das war auch wunderschön, ne? Da hat er sich ja dieses Tarnnetz auf die Wishlist gesetzt. Ich mache auch gleich mal kurz die Frisur an, keine Bange. Er hat dieses Tarnnetz auf die Wishlist gesetzt, hat es einfach grob abgeschätzt, weil Augenmaß von Reini, das geht schon fit. Und es hat natürlich überhaupt nicht gepasst. So gar nicht. Und jetzt, wie versprochen, Moment. Wahnsinn, oder?
Er ist aber auch ein schöner Mensch. Das kann man nicht anders sagen. Er ist ein sehr schöner Mensch. Nochmal hier Ding, so. Weil ich mir nämlich gedacht habe, ich mache ein Tannennetz oben drüber. Dann kann man nämlich mit einer Drohne drüber fliegen und man erkennt nicht wirklich was. Sehr gut, Reini. Auch dieses Gesicht jetzt hier, outplayed. Hättest du jetzt mal einen Zollstock genommen, weil er hat dieses Tarnnetz ja geschickt bekommen. Hätte er sich aber mal einen Zollstock gegriffelt, ein Gliedermaßstab, eine Zolllatte, dann hätte das was werden können. Und wenn die Drohne so weit runterkommt, dass sie was erkennt, kann ich es abknallen. Also solange es... Nein, Rainer, kannst du nicht. Ich möchte das hier nochmal gleich so eine ganze Argumentation aufzeichnen. Man darf nicht mit Projektilen auf seinem Grundstück rumschießen oder, ja, wenn man nicht garantieren kann, dass diese das Grundstück nicht verlassen. Und niemand kann garantieren, dass man trifft. Niemand. Wirklich was. Und wenn die Drohne so weit runterkommt, dass sie was erkennt, kann ich es abknallen. Weil es, solange es auf meinem Grundstück ist, darf ich es abschießen. Genau. Ich habe gerade gesagt, dass es nicht so ist. Ne? Wie gesagt, man muss garantieren können, auch so, wenn man hier so Luftgewehr-Schießstände und so weiter hat, das muss alles garantiert sein, dass dieses Projektil dahinter, hinter diesen Einklemmern für diese Scheiben, ist extra so eine Schräge mit so einem Auffangbecken, damit die nicht, damit es keine Querschläge oder so gibt. Man darf nicht auf seinem Grundstück irgendwas schießen. Das darf man nicht. Ja. Das sieht man mal wieder. Das ist übrigens eine Sache, die mich aufregt schon wieder. Ich habe hier alles schön sauber gemacht. Gut, Mapp. Das hier ist schön sauber gemacht. Er zeigt gerade selber hin. Okay, da muss ich nicht. Abgesehen von den Steinen, die von der Treppe sind, die muss ich mal wieder irgendwann festmachen. Irgendwann. Zwinker, zwinker. Das könnte ja so ein Running Gag werden. Irgendwann. Aber die Farbflecken da... da hat mal wieder irgendjemand so bengalisches Feuergedöns darauf geschmissen. Was? Finde ich überhaupt nicht gut, distanziere ich mich von, da kann eine Menge passieren, Leute. Überleg mal, das Ding geht da oben in Flammen auf. Ja, ihr werdet euer Leben nicht mehr froh. Natürlich extrem asozial ist. Tja. Egal. Es ist auf jeden Fall echt schön jetzt hier oben. Ich werde die nächsten Tage noch meine Bierbänke und meine Biertische hier so hinstellen. Dann kann man hier oben grillen, dann kann man... Und es ist wirklich schön da oben, ne? Überleg mal, was man da alles daraus hätte machen können. So eine schöne halbe Dachterrasse. So ein Riesenbalkon. Oh, manche von euch sind da neidisch drauf auf sowas. Ja, aber wir würden es niemals so weit kommen lassen, dass es so aussieht. Also, da kann man echt eine Menge machen. Man kann sich hier hinsetzen, auch mit mehreren Leuten, und kann hier entspannt seinen Abend verbringen. Oder generell seinen Tag verbringen. Oh, hey, da fliege Karl. Fliegt er auch wieder rum? Ich mich schon drauf. So. Und jetzt würde mich interessieren, wie Leute immer darauf kommen, dass ich ein Messi bin. Rainer, schau dir doch mal die letzten Minuten dieses Videos an hier. Ja? Dann erfährst du's. Braucht ihr gar nicht groß erzählen. Ich weiß es nämlich. Gut. Ja, ihr braucht gar nichts zu sagen, weil ich weiß es besser. Wir sind jetzt wieder unten. Der Grund dafür, dass mich Leute als Messi bezeichnen, ist dieses Video unter anderem. Ist, wie es hier außen aussieht. Junge. Krass. Dass man sowas einfach ins Internet stellt, denn dass es jeder sehen darf. Heftig. Hier vorne liegt Restmüll, habe ich jetzt alles erstmal ein bisschen sortiert in der letzten Zeit. Hier liegt Papiermüll, wenn ich mal meine Tonne anschüren will. Da drüben liegt Holz, passend zur Tonne. Und die Eisensäge, also die Metallsäge. Und hier liegt momentan noch einiges, was ich noch aussortieren muss als Restmüll. Genau. Ja, da ist nichts mehr mit aussortieren. Das hat sich ja die Stadt nachher auch gedacht. Und ich weiß, ich habe gesagt, ich mach's nicht, aber... Nur für den Fall, dass ihr schon aufgegessen habt. Das hat sich die Stadt nachher auch gedacht. Das wird nichts mehr. Ne? Und hat dann eine Mulde hingestellt. Bitte wegmachen. Dass sich die Nachbarn darüber beschweren, irgendwann das Ordnungsamt rufen, ist ja auch klar. Ne? Da zieht sich halt Ungeziefer hin. Das ist eine klare Sache. Und das sind letzten Endes so die Gründe.
Letzten Endes, woo, Grüße gehen raus an Hicks, an Quaffi, an Franz Bauer, an Süßmulle, an alle. Ganz viel Liebe. Gründe, warum man mich als Messi deklariert. Weil die Leute, die hierher kommen, die wissen absolut nicht, wie es im Haus aussieht. Doch, Reini, jetzt schon. Und die, die das früher gedacht haben, die sind sich jetzt sicher. Die sehen nur, da liegt Müll, da liegt Müll, da liegt Müll, da liegt Müll. Oh, ist ein Messi. So. Ja, merkst du selber, ne? Guck mal den Blick so. Vielleicht ist was dran. Ich will den jetzt nicht ans Bein pissen, aber... Nein, sowas würde Reini nie machen. Reini würde niemals provozieren. Habt ihr mal den Hof der Ludolfs gesehen? Reini, die Ludolfs verdienen mit ihrem Hof ihr Geld. Ja, und das ist alles, das ist nun mal ein Haufensystem. Die haben da sehr viel, das passt alles gar nicht in Regale. Und natürlich, ich habe das letztens schon bei ZDK in dem Video gehört, es kann natürlich auch erwähngestellt sein, ne? Weil Peter, der kriegt ja gar nicht mit, wo hier Manni und Uwe das Zeug immer hin tun, aber er weiß immer sofort, wo es ist. Kann natürlich erwähngestellt sein. Kann aber auch sein, dass er es wirklich weiß, dass er einfach jeden Abend da durchgeht, sich das anguckt und sich das merken kann. Das, Rainer, da liegt Geld. Ja, das sind geprüfte Teile. Die prüfen vorher immer alles. Funktioniert das noch? Wenn ja, kommt's aufs Lager. Wenn nicht, kommt's weg. Dann geht's zum Schrotti. Das sind alles geprüfte Teile. Rainer, da liegt haufenweise Geld. Das ist der Unterschied zwischen Restmüll und Geld. Da ist ein Unterschied. So ungefähr sieht ein Messihof aus. Nein. Ja? Wenn hier alles wirklich bis zu den Dächern hochgestapelt wäre mit Müll und so. Ja, Rainer, da ist der Unterschied. Das ist kein Müll. Und das ist der ganze Hof. Nicht nur irgendwie da eine Stelle, da eine Stelle, da eine Stelle. Wobei es, wie gesagt, ein bisschen sortiert ist. Das hier ist zum größten Teil sowieso alles Restmüll. Nicht Restmüll, Blödsinn. Da liegt auch Restmüll dabei, aber da liegt vor... Guckt euch das doch mal an. Warum zeigt der denn sowas? Warum zeigt der sowas und vergleicht das bitte mit den Ludolfs? Das verstehe ich nicht. Er zeigt das für jeden offen im Internet. Vor allem liegen da Dämmsachen, so Dämmwolle und was weiß ich alles, oder auch Teppiche oder Böden. Das liegt einfach nur daran, dass ich die bis heute... Oh Gott, Mann, ey, muss es jetzt sein? Also wirklich, diese gemeinen Nachbarn, wie können die einfach zur Arbeit fahren oder von der Arbeit kommen? Während Reini hier sein Video macht. Das ist so eine Frechheit. Klang nach einem Traktor. Reini, da arbeitet jemand. Nicht kratzen, waschen. Das liegt einfach nur daran, dass ich irgendwann mal das alte Wohnzimmer ausgeräumt habe und einfach alles rausgeworfen habe, weil ich irgendwann mal Schwemmeln machen wollte. Irgendwann mal, zwinker, zwinker. Und Spermel kann man ja gelegentlich mal machen. Ich glaube zwei. Ja, Reini, aber nicht ein ganzes Grundstück voll. Das geht einfach nicht. Einmal im Jahr sogar, alle Vierteljahr irgendwie oder alle halbe Jahr. Genau. Und das ist krass, das ist hier in Spanien gar nicht bekannt, dieses Sperrmüllprinzip. Das kennt ja einfach niemand. Hier stellt man irgendwas raus, egal was es ist. Die Bürgersteige sind hier wie das Bermuda-Dreieck. Ja? Man stellt es raus, dreht sich um, dreht sich nochmal um und ist weg. Einfach so. Das alles ist Müll, also wenn man was rausstellt, gehört das wem anders. Ist halt so. Es gab da sogar mal so eine Serie, wo Spanier nach Deutschland gezogen sind. Und die haben gesagt, warum stellen die denn ihre Sachen nach draußen? Die sind doch alle gut. Da ist halt jemand umgezogen. Die haben halt die ganze Klamotten da abgeräumt und sind damit abgezogen. Der einzige Grund, warum das noch da rumliegt und dann auch so viel dazugekommen ist, ist, weil du nichts weggebracht hast. Ich das nur für eine Schwemme zur Seite gelegt habe und nicht wirklich sortiert habe. Das hätte ich vielleicht früher machen sollen. Jetzt habe ich da vorne den größten Teil des Metalls und ein bisschen weiter vorne... Quatsch, ein bisschen weiter hinten habe ich den Plastik und so weiter, also... Reini, ruf einen Schrotti an, der holt dir das da weg. Du musst nicht mal irgendwas machen. Sag dem, hier komm, das ist for free. Oder gib mir irgendwie, was weiß ich, einen Zehner für eine Kiste Nussecken. Macht der. Und der räumt das alles auf. Der alles, was da Metall ist, nimmt der mit. Da musst du nicht mal einen Handschlag machen.
alles ein bisschen sortierter. Und irgendwann werde ich dann mal Spannung machen, wenn ich mal so weit bin mit allem. Ja, das ist dann nicht mehr passiert, ne? Dafür war die Zeit zu knapp. Genau. Aber irgendwann mal wird er das machen, zwinker, zwinker. Und das wäre es eigentlich auch soweit dazu. Letzten Endes, letzten Endes bin ich unordentlich. Das geht. Ja, Reini, das kannst du jetzt auch nicht mehr abstreiten. Gebe ich zu. Das ist auch überhaupt kein Stress, nicht. Aber was ich nicht bin, ist dein Messi. Rainer, ich bin ganz ehrlich, ich bin unordentlich. Ja? Also bei mir hier liegen ja auch eine alte Packung von den Views, liegt hier auf dem Schreibtisch. Dann liegt hier Zettelage rum von unserem Bundesliga-Talk mit Ofi und Henk. Das liegt hier alles noch rum. Ja? Ein paar Zettel und so ein Päckchen. Da liegt noch eine Tube Voltaren. Ich bin alt. Ja, Reini, das ist unordentlich. Das, was du bist, ist dann schon, ist schon eine Stufe drüber. Nee, das Haus war nicht mehr unordentlich. Das Haus hat ja selber ausgesehen, das wir haben ja gerade gesehen, selber wie eine Müllkippe. Da war ja nicht mehr viel, du konntest ja nicht mehr erkennen, was war davon wirklich noch zu gebrauchen, was kann davon weg. Und das hat er selber auch gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Er hätte da Leute, was weiß ich, Sammler, irgendwelche Sammler, hätte er dadurch das Haus gehen lassen sollen. Die hätten ihm alles gesagt, hier komm, das kaufe ich dir ab, das kaufe ich dir ab, das. Natürlich zahlen die keine Höchstpreise, die zahlen Händlerpreise. Trotzdem wäre es weg gewesen. Ne? Und dann hätte er nur noch im Endeffekt seinen Müll wegbringen müssen und dann wäre halbwegs okay gewesen. Dann fängt man noch an zu tapezieren und dann ist schon so ein Großteil geschafft. Aber das ist leider nicht passiert. Ne? Für das Geld, was die Sammler ihm da oder diese Antiquitätenhändler, so Videospielsammler, hier sowas wie Raketenjansel. Ja, der hätte sich bestimmt dieses Board gekauft oder dieses Schlagzeug oder ich weiß gar nicht, wie selten dieses Board ist. Aber ich habe das nicht so oft gesehen. Kennt ihr das? Habt ihr das? Es kann sein, dass das wert ist oder mal was wert wird. Ja, ist ja auch die Marke Tony Hawk und so und das Ding war noch verpackt. Solche Leute einfach mal durchs Haus gehen lassen. Für das Geld kann man sich Tapeten kaufen und so weiter. Naja, und es wäre halt ein großer Teil schon geschafft. Man hätte für das Teil auch vielleicht ein, zwei Putzkräfte kaufen können. Oder mieten können. Kaufen. Lel. Putzkräfte mieten können. Aber hey. Weil bei einem Messi wäre das Problem. Wisst ihr was, ich setze mich mal hier hin. Bist ja auch weit genug gewongelt jetzt. Okay, ich hatte mich jetzt rausgesetzt, aber... Ohne Spaß, hört mal, wie diese Tür zugeht und dann dieses Geklimpern von den Schlüsseln. Das hört sich an, als wenn einer so ein altes Verlies, so eine Kerkertür, zuschließt. Okay, ich hatte mich jetzt rausgesetzt, aber dadurch, dass hier dauernd Autos vorbeifahren, werde ich jetzt meinen Cut machen und es von hier aus weitermachen. Also, ich bin kein Messi. Wenn ich ein Messi wäre, würde... Sagst du. Diese Meinung hast du exklusiv. Hier überall bis zur Decke gestapelt, Müllsäcke liegen und. Nein, Rainer, das wären dann ganz, ganz extreme Messis. Es gibt ja auch so verschiedene Stufen. Und es wäre nicht sortiert oder sonstiges. Es würden Müllsachen neben normalen Sachen liegen und. Reini, das hast du uns gerade bewiesen. Es lagen Müllsachen neben normalen Sachen. Soweit man das als normale Sachen betrachten kann. Es lagen Müllsäcke und ein alter Stuhl neben deinem Schreibkram. Ihr habt es nicht gesehen, aber ich Gänsefüßchen gerade. Ja, neben deiner Büroarbeit. Es lag Müll in deinem Arbeitszimmer. Wieder Gänsefüßchen. Das hast du uns gerade alles gezeigt. Es lag Müllsachen neben normalen Sachen. Aber das ist nicht der Fall. Doch, Reini, das ist der Fall. Das hast du uns gerade gezeigt. Ich habe hier was und da was rumliegen, klar. Es könnte... Klar ist das nicht. ...könnte bei mir ordentlicher sein, auf jeden Fall. Aber ich glaube, ihr habt noch nicht gesehen, wie wirklich ein Messi-Haus ausschaut. Ich meine, wenn... Wir haben gerade einen guten Eindruck davon bekommen. Wenn man zu mir sagt, du bist ein Messi. Ja, weil hier mal eine Mülltüte rumsteht. Reini, wenn da mal eine Mülltüte rumsteht. Und Leute, ihr wisst...
warum sollte ich euch belügen? Ja, ich bin immer ehrlich. Ich nehme auch manchmal die Mülltüte aus dem Mülleimer, mache eine neue rein und gehe dann noch was anderes. Und dann guck mir erst noch ein Fußballspiel an zu Ende. Oder ich koche zu Ende oder was. Dann steht bei mir auch mal eine Mülltüte rum für 1-2 Stunden. Ja, in der Küche. Ja, aber danach wird die weggebracht. Also, bei uns wird einfach nicht ins Bett gegangen, wenn die Bude nicht halbwegs aufgeräumt ist. Ist einfach so. Und wenn man sich daran hält, man geht nicht ins Bett, bevor die Bude nicht halbwegs sauber ist. Ja, wenn da noch Geschirr ist, dann wird das vorher weggespült. Wenn dann noch eine Mülltüte steht, dann wird die vorher weggeräumt. Wenn da noch irgendwas anderes ist, dann wird das sauber gemacht. Es wird nicht, wie gesagt, es wird nicht jeden Tag hier nass durchgewischt oder so. Nein. Aber so Kleinigkeiten, wenn der Tisch noch voll steht im Wohnzimmer, das ist, was ist noch, eine Chipstüte oder so, oder ein Popcornbecher, dann wird der weggeräumt, bevor man ins Bett geht. Und wenn man sich daran hält, Leute, auch wenn, ist ja auch so ein kleiner Tipp, ne? Falls ihr ein Problem damit habt, Ordnung zu halten, bin ich ganz ehrlich, als ich alleine gewohnt habe, Leute, es hat bei mir nicht so schlimm ausgesehen wie bei ihm, aber es war auch schon übel manchmal, ne? Also ich habe schon manchmal einen Tag gebraucht zum Aufräumen, obwohl meine Bude in Deutschland nicht sehr groß war. Ich habe auch manchmal das Geschirr 3 Tage stehen lassen oder so. Ich bin nicht so, wie ich gerne wäre, sagen wir es mal, ja? Und so stelle ich mich auch nicht da. Aber hier ist das halt eine Regel. So, das hat meine Freundin schon immer so gemacht. Und wenn du in Rom bist, tust, wie es dir rüber tun. Ganz einfach. Ja? Und wenn ihr, ich habe gemerkt einfach, dass es für mich dann auch viel leichter. Also das ist einfach eine Normalität, ein Automatismus, der so drin ist. Weißt du, man geht vorher nochmal kurz durch. Wohnzimmer, Badezimmer, Küche und so weiter. Und dann guckt man vorm ins Bett geht nochmal, ist alles sauber, yo, geht. Und dann, wenn ihr das macht, habt ihr jeden Tag, ihr steht jeden Tag auf und kommt in eine saubere Bude. Ich bin einfach nur vergesslich und ein bisschen faul. Ein bisschen, ja, ein bisschen. Nennen wir es ein bisschen. Ich muss auch kurz beim Duden anrufen, damit das Wort bisschen ein wenig verändert wird, aber dann können wir es ein bisschen nennen, ja. Und eine alle Potsau, aber ich bin noch lange kein Messi, dazu fehlt extrem viel. Dazu kommt übrigens, dass Messis nichts wegwerfen. Ein Messi wird ja als Krankheit deklariert, wenn ich mich... Also was er auf diesem Wort Messi rumhackt, ne? Er sagt selber, ich bin eine alte Potsau, aber kein Messi. So, was ist denn schlimmer? Nicht ganz täusche. Und Messis werden unter anderem dadurch als Messis bezeichnet, wenn die lauter Zeug zumüllen und nichts wegräumen. Ich meine, bei mir schaut's echt aus zum Teil, aber ich habe das Zeug einfach noch nicht weggeräumt. Ja, Rainer, die Messis auch nicht, hast du uns gerade gesagt. Die Messis räumen ihre Sachen nicht weg. Also bei mir schaut's zum Teil aus, aber ich habe es einfach nicht weggeräumt. Merkst du was? Das war in einem Satz. Ich spule mal 10 Sekunden zurück. Hört euch mal den Satz an. Messis werden unter anderem dadurch als Messis bezeichnet, wenn die lauter Zeug zumüllen und nichts wegräumen. Ich meine, bei mir schaut's echt aus zum Teil, aber ich habe das Zeug einfach noch nicht weggeräumt. Ja. Du hast es nicht weggeräumt. Genau. Ich habe das Zeug einfach noch nicht weggetan, aber ich kann es einfach jederzeit wegwerfen. Und ich mache das zum größten Teil auch. Nein, Reini, das machst du ja nicht, sonst würdest du ja nicht stehen. Du sagst zum größten Teil irgendwann, zwinker, zwinker. Nur, dass ich halt gerne das Zeug so stapel, dass ich das dann auf einen Schlag wegmachen kann. Weil es einfach billiger ist. Und ach, Reini, weiß ich nicht. Ob das billiger ist, weiß ich nicht. Nee, glaube ich nicht. Ne? Und wenn ich jetzt Zeug jetzt lagere und stapel, das ist das, was er gerade eben als Messi bezeichnet hat. Und weniger Zeitaufwand hat. Und weil ich auch immer vergesse, meine Mülltonne rauszustellen. Auch so ein Ding, Reini. Du hast dieses gewisse Gerät, das ich bei euch jetzt nicht triggern möchte. Und da sagt man, gewisses Gerät, erinnere mich jeden Mittwoch, jeden Freitag, jeden Montag daran, den Müll rauszubringen. So einfach wäre das. Er bekommt es mit 30 Jahren nicht hin. 31 war er damals, glaube ich, schon. Das ist von 20, 31, ja. Immer 11 Jahre älter. Kriegt er es nicht hin, seine Mülltonnen rauszustellen. Der hat einfach sein Leben alleine, bekommt man nicht unter Kontrolle.
Das passiert manchen Leuten. Das ist auch, das soll jetzt überhaupt nicht abwertend oder so klingen. Das passiert manchen Leuten. Das ist einfach so. Dann muss man sich selber das antrainieren, dann Plan reinzukriegen. Und wenn man das vergisst, wird man dran erinnert. Oder man muss sich Hilfe dafür suchen. Beziehungsweise derzeitig auch momentan meine Mülltonne gar nicht rausstelle, aufgrund der Hater. Weil ach, natürlich. Ja, wer hätte es gedacht? Die Wolde-Hates sind schuld. Freilich. Ich jedes Mal befürchte, dass die Hater in meinem Müll rumwühlen würden. Und genau deswegen mache ich das nicht. Rainer, gerade eben hast du gesagt, du vergisst es. Und danach sagst du, genau deswegen mache ich es nicht. Das ist, ja, dieses Ausreden aussuchen. Ne? Sucht euch eine Entschuldigung aus. Eine könnt ihr dann nehmen. Das macht er sehr gern. Weil das sehe ich auch irgendwo gar nicht ein. Wenn ich Nö, ich sehe es überhaupt nicht ein, meinen Müll rauszubringen. Bleibt schön hier zu Hause. Reini, wenn du das nicht machen willst oder das nicht machen kannst, dann musst du deinen Müll einmal die Woche halt direkt zur Deponie bringen. Ganz einfach. Ganz ehrlich, Ben. Hoffe, das Video kam jetzt halbwegs gut an. Ich hoffe, ihr stimmt mir. Ja, kam super an. Also spitzenmäßig. Irgendwo ein bisschen zu? Nein. Nein, 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 nein. Das meine ich damit nicht. Nein, auf keinen Fall. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt noch eine wunderschöne Woche. Heute müsste Mittwoch sein. Was für ein Zufall. Ja? Was für ein Zufall. Ich finde es aber auch sehr schön, dass Rainer nicht weiß, welcher Wochentag ist. Ne? Das passiert, wenn man nicht arbeiten geht, jahrelang. Kann das schon mal vorkommen. Ja? Mir ist es so, ey, also ich hatte mal 2 Wochen Urlaub oder 3 Wochen sogar. Also ich war krank und dann hatte ich Urlaub. Ich bin ganz ehrlich, ich musste manchmal auch aufs Handy schauen. Welcher Tag ist denn heute? Ist heute Mittwoch oder Donnerstag? Ja. Aber wenn ich das jahrelang so hätte, dann wüsste ich es auch nicht. Ne? Aber was für ein Zufall, heute ist wirklich Mittwoch. Ja. Nice Stein. Hoffe ich. Ja, und dann hoffe ich, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, euer Drache. Und haut rein. Ja, Leute. Das war's. Schön. Ja, knapp ein Stündchen, so habe ich es geplant. Stündchen habe ich morgens immer Zeit. Die stehe ich einfach eher auf, ne? Weil ich euch liebe. Gut, Leute, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Stream oder im nächsten Video wieder. Bis dahin, werdet oder bleibt gesund. Ganz viel Liebe an euch. Ich blende euch jetzt noch ein Video ein, rechts noch eine Playlist und in der Mitte könnt ihr abonnieren. Das würde mich sehr freuen. Ja, und ansonsten Liebe, Medal of Forevermore.